Ja, liebe Genossinnen und Genossen, ich bin heute aus politischer Verbundenheit mit euch und dem Landesverband hierher gekommen und habe auf der Autofahrt nochmal gemerkt, dass ich eigentlich definitiv ins Bett gehöre. Deswegen kommt jetzt auf euch eine schwierige Aufgabe zu. Ihr müsst eure Fantasie einsetzen. Stellt euch einfach vor, meine Stimme würde weniger kratzig klingen, doppelt so laut klingen und ich wäre vielleicht nochmal doppelt so witzig, so wie ich sonst in Form bin. Dann kriegt man das zusammen hin. Aber kommen wir erst zu einem ernsten Thema. Vor einigen Tagen wurde im Bundestag das Asylpaket 2 abgestimmt. Und das sieht ja unter anderem vor, dass der Familiennachzug für einige Gruppen nur im Härtefall ermöglicht wird. Und als da so drüber gesprochen wurde, erinnerte ich mich an die Begegnung mit jungen Flüchtlingen aus Afghanistan, die ich in einem Heim getroffen habe. Und ich erfuhr, dass diese Jungs, als sie 13 und 14 waren, sich auf eine gefährliche Flucht zusammen begeben haben. Warum? Weil sie in das Alter kamen, wo in ihrer Region die Zwangsrekrutierung durch die Taliban droht. Und wenn man nur an die Geschichte dieser drei Jungs und an deren Gesichter denkt, dann muss ich sagen, jedes Kind, jeder Flüchtlingsjugendliche, der auf seine Eltern wartet, ist ein Härtefall. Ich war stolz, dass die Linke geschlossen dagegen gestimmt hat. Und ich war auch schon beim Asylpaket 1 sehr stolz, dass wir als Linke nicht nur im Bundestag, sondern auch in den Ländern geschlossen, noch im Bundesrat dagegen gestimmt haben. Und deswegen war es mir unglaublich wichtig, euch als Brandenburger ein großes Dank auszusprechen. Wisst ihr, ich war die letzten Tage in Baden-Württemberg im Wahlkampf. Da habe ich mir übrigens diese Erkältung dann auch so richtig eingefangen. Und das war von unschätzbarem Wert. Es wäre von unschätzbarem Wert, dass ich dort in dem Landtagswahlkampf immer wieder deutlich machen konnte, also wir als Linke, wir haben Stand gehalten. Die Länder, wo die Linken dabei waren, die haben eben Nein gesagt. Und im Gegensatz zu Kretschmann, den man nicht lange bitten musste beim Asylpaket 1, der schnell mitgemacht hat bei der Verstümmelung des Asylrechts. Und deswegen vielen herzlichen Dank, dass ihr hier so klar immer Flagge zeigt. Das Ziel all dieser Asylpakete und der verschiedenen Säue, die ja täglich oder wöchentlich durch die Medien getrieben werden, heißt ja angeblich, die Zahl der Menschen, die zu uns kommen, zu verringern. Ich finde, wenn man die Zahl der Menschen, die hierher kommen, verringern möchte, hat man am Ende des Tages zwei Möglichkeiten. Und zwischen denen muss man sich ganz nüchtern entscheiden. Entweder man setzt an bei den Gründen, die Menschen in die Flucht treiben. Oder aber man sagt, wir setzen auf ein Grenzregime, was so brutal ist, dass wir einfach darauf basieren, dass Menschen sterben lassen. Und das heißt ja, das kommt nicht immer mit dem Titel sterben lassen daher, das kommt manchmal unter dem Begriff Obergrenze daher, das kommt unter anderen Titeln daher. Aber am Ende wird es darauf hinauslaufen. Und machen wir uns nichts vor. Für viele ist der Leidensdruck in ihrer Heimat so groß, dass einfach ein heruntergelassener Schlagbaum sie nicht aufhalten wird. Das heißt, am Ende wird es auf Schießbefehl und Mauern hinauslaufen. Und ich kann nur sagen, ich wünsche mir, dass die Zeiten von Mauern und Schießbefehl endgültig vorbei sind. Nicht nur für dieses Land, sondern auch für Europa. Reden wir über die Fluchtursachen. Wenn man die CSU so hört, auch in Talkshows, hat man ja den Eindruck, die kommen alle nur hierher, weil Angela Merkel mit ihnen Selfies gemacht hat. Ich habe jemanden getroffen im Brustton der Überzeugung, die hat die eingeladen, deswegen die kommen die. Und man sieht so richtig vor sich, wie jemand in Syrien, wo links und rechts die Bomben niederfallen, vom Internet sitzt und denkt, Mensch, Selfie mit Angela Merkel. George Clooney wäre mir zwar lieber, aber Hollywood ist leider zu weit weg, da machen wir uns doch mal auf eine lebensgefährliche Reise Richtung Deutschland auf. Oder jemand in Afrika, der hungert und sich denkt, Mensch, Selfie mit Angela Merkel, das wäre doch mal was, brechen wir auf. So eine Darstellungsweise, wie sie die CSU betreibt, ist natürlich geprägt von einer unglaublichen Ignoranz gegenüber den Fluchtursachen, gegenüber Not, Leid und Elend, das Menschen in die Flucht treibt. Und wir sind uns ja alle einig beim Thema Rüstungsexporte, dass die zu stoppen sind. Deswegen will ich dazu gar nicht groß reden. Aber ich finde, wenn man über die Gründe redet, die Menschen in die Flucht treiben, dann müssen wir auch über das Not und Elend reden und den Anteil des Westens daran. Sicherlich kennt ihr alle die Geschichte des Tomatenbauers aus Ghana, der mehr schlecht und recht davon lebte, dass er selber Tomaten anpflanzt und sie in der Hauptstadt verkaufte. Mit einer kleinen Gewinnspanne, aber er konnte davon leben. Irgendwann wollte niemand mehr seine Tomaten kaufen. Warum?
weil die Dosentomaten im Supermarkt so viel billiger sind. Dosentomaten, die in der EU hergestellt werden. Und da fragt man sich doch, wie Dosentomaten, die weit weg hergestellt werden, noch hingeschippert werden müssen, warum die billiger sind als Tomaten, die fortangepflanzt werden. Und die Antwort lautet schlichtweg, das ist das Ergebnis einer verfehlten EU-Agrarsubventionspolitik. Und solange... Das heißt, unser Reichtum hier basiert auch auf einer doppelten Ausbeutung dort. Und deswegen glaube ich, wir müssen ran, wir müssen die Art, wie wir Handel betreiben, deutlich verändern. Und gegenwärtig macht die Zahl der Klimaflüchtlinge wahrscheinlich nicht den ganz großen Anteil aus. Aber wenn das stimmt, was im Klimareport der UN steht, dass in Zukunft in Afrika wir über 200 Millionen Menschen von extremer Dürre bedroht sind, dann machen wir uns doch nichts vor. Dann wird natürlich allein die Tatsache, dass es hier fließendes Trinkwasser gibt, ein so großer Qualitätsunterschied sein, dass womöglich Klimawandel, ja Klimaschock, die Fluchtursache der Zukunft ist. Und insofern finde ich auch, wir wissen inzwischen, Klimagerechtigkeit, das ist nicht nur ein Thema für ein paar Ökospinner, Klimagerechtigkeit ist zutiefst eine Frage globaler Gerechtigkeit. Und ich finde, Anita, du hast es ganz gut auf den Punkt gebracht. Ja, es braucht eine enkeltaugliche Politik. Fluchtursachen bekämpfen heißt halt auch, ganz klar zu sagen, die Art, wie wir produzieren und konsumieren, die darf so nicht weitergehen. Nun tauchen bei dem Thema Geflüchtete auch viele Verunsicherungen auf. Ich habe gehört, auch ihr habt darüber diskutiert. Fragen wie, wird die Rente sinken? Werden die Krankenkassenbeiträge steigen? Werden wir noch eine bezahlbare Wohnung finden? Diese Verunsicherungen ernst nehmen, kann nicht heißen, sie verstärken, indem man das rassistische Deutungsmuster dahinter verstärkt. Und so tut, als ob das an denjenigen, die gerade erst hier angekommen liegt, dass wir einen Mangel an bezahlbarem Wohnraum haben. Diese Verunsicherung ernst nehmen heißt, und ich finde, wir als Linke sollten sie ernst nehmen, diese Verunsicherung ernst nehmen heißt, politische Maßnahmen in die Wege zu leiten, die den Verunsicherungen die Gründe und die Ursachen nehmen. Und deswegen ist mir schleierhaft, warum Angela Merkel noch keine Sozialgarantie ausgesprochen hat. Vor allen Dingen, wenn man es ins Verhältnis setzt. Damals zu Beginn der Finanzmarktkrise, ihr erinnert euch, als alle anfingen, kapitalismuskritische Fragen zu stellen, da hat sich Angela Merkel hingestellt, die Schultern breit gemacht, ihren Vizekanzler untergehandelt, sich vor die Kameras der Welt gestellt und gesagt, die Einlagen sind sicher. Ich bin mir sicher, es war ein ungedeckter Scheck, den sie da ausgestellt hat. Aber sie hat es voller Überzeugung gemacht und es hat der Verunsicherung schon die Spitze genommen. Und wenn sie jetzt im letzten Jahr sich hingestellt hätte, wieder mit ihrem Vizekanzler eingehenkelt und gesagt hätte, wir versprechen, es wird keine Sozialkürzung geben, keine Rentenkürzung und die Krankenkassenbeiträge werden auch nicht steigen. Zur Not verhindern wir das per Gesetz. Wir bilden zusammen die Mehrheit im Bundestag und im Bundesrat. Wir können dieses Versprechen aussprechen. Und sie hat es nicht getan. Und deswegen denke ich manchmal, kann es sein, dass denen am Ende des Tages, dass sie mehr Angst davor haben, dass die Menschen kapitalismuskritisch werden, als dass sie rassistisch werden? Ich finde, das ist die falsche Prioritätensetzung. Merkels Versprechen, wir schaffen das, hat ein Problem. Sie sagt nicht wie. Wir als Linke hingegen haben einen Vorschlag. Und der besteht aus drei Punkten, die für uns untrennbar zusammengehören. Das ist der Kampf gegen Armut und für gute Arbeit, eine Offensive für das Öffentliche und die Solidarität mit Geflüchteten. Alles dreis gehört für uns zusammen und eins davon sein zu lassen, ist entweder unmenschlich oder unverantwortlich in Zeiten wie diesen. Und Kampf gegen Armut, das heißt halt auch ganz konkret, sich dafür einzusetzen, dass es ein entsprechendes Rentensystem gibt, dass wir Hartz IV ersetzen durch eine sanktionsfreie Mindestsicherung. Aber wenn wir schon über den Kampf gegen Armut reden, dann will ich doch hier mal erwähnen, dass sich inzwischen auch zu uns ins KL-Haus rumgesprochen hat, dass es in Brandenburg gelungen ist, dass die Zahl der Menschen, die von Armut betroffen sind, gesunken ist. Da kann noch deutlich mehr sinken, das will ich auch sagen, aber man kann ja auch mal sagen, dass im Ergebnis von Rot-Rot die Zahl der Armen hier gesunken ist. Offensive für das Öffentliche heißt auch, mehr Lehrerinnen einzustellen, heißt zu investieren in Bus und Bahn. Davon profitieren alle. Und wenn ich schon mal hier dabei bin,
mehr Lehrer. Auch dann soll erwähnt werden, als ich in Baden-Württemberg im Wahlkampf war, da ist ja seit einiger Zeit Rot-Grün an der Spitze, da steht immer noch die Streichung von Lehrstellen an. Von Brandenburg weiß ich, hier werden mehr Lehrerinnen und Lehrer eingestellt. Da sieht man halt, die Linke macht den Unterschied. Solidarität mit Geflüchteten. Ihr wart ja eurer Zeit voraus. Ihr habt schon 2014 ein Netzwerk Willkommenskultur gegründet. Das war unglaublich wichtig. Dafür möchte ich euch auch danken. Und ich finde es auch unglaublich wichtig, dass ihr immer wieder Flagge zeigt gegen Nazis bei den vielen Demonstrationen. Und dieser klare Kurs, dieser Zusammenhalt ist unglaublich wichtig, gerade weil wir wissen, die Attacken betreffen immer wieder neue Gruppen. Und weil auch unsere Genossen, denken wir nur beispielsweise an Nauen, immer wieder Opfer von widerlichen Attacken sind. Und deswegen heißt es gerade in Zeiten wie diesen, zusammenzuhalten, Flagge zeigen. Und unsere Solidarität gehört all denjenigen, die von Nazis und Rassisten angegriffen werden. Damit ich nun nicht nur lobe, will ich noch einen Punkt sagen, wo ich finde, etwas, wo wir gemeinsam besser werden können, ist das Reden über gemeinsame oder über unsere Erfolge. Nun ist mir ja bewusst, dass man nicht immer alles in Twitter-Länge, also ihr wisst schon, dass wo man nur 140 Zeichen im Netz hat und das dann versendet, ausdrücken kann. Ich musste ja auch zu einem Thema ein Buch schreiben, aber manchmal tut es halt Not, die große, die vielzählige Alltagsarbeit, die wir leisten, runterzubrechen auf kurze, weitererzählbare oder retweetbare Sachen. Und ich möchte euch einfach nur sagen, wir vom Bund, wir stehen wirklich bereit, immer wieder nicht nur Sachen zu retweeten, sondern auch weiter zu erzählen und deutlich zu machen. Und ich finde, die Debatte über Regierungsbeteiligung in unserer Partei war lange geprägt durch eine falsche Fragestellung. Die hieß nämlich oft, wie laut oder wie leise oder wie lautlos äußern wir Kritik über Kompromisse, über schmerzhafte Kompromisse. Sicherlich, jeder, der in der Regierungsbeteiligung ist, wird auch mal einen Kompromiss machen müssen. Sicherlich wird es auch mal ein Kompromiss darunter sein, den ich persönlich kritisiere. Aber das Entscheidende ist doch, dass wir in der Partei ein geteiltes Wissen haben über die Verbesserungen, die erkämpft worden sind, über Konflikte, die mit dem Koalitionspartner geführt worden sind, wo wir das erreicht haben. Und ich finde, da müssen wir uns gar nicht verstecken mit den Ergebnissen. Also wenn ich nur höre, was so im Bundesrat alles mit von den Linken angeschoben worden ist, dann würde ich sagen, super, lasst uns viel darüber reden. Und ich bin auch hier, um deutlich zu machen, ich will das gerne und immer weiter erzählen. Es heißt doch so schön im Volksmund, klappern gehört zum Geschäft. Also klappern wir ein bisschen gemeinsam. Wenn man sich aktuell die politische Landschaft anschaut, hat man ja manchmal das Gefühl, es gibt einen Rechtsruck zu beobachten. Und damit meine ich gar nicht nur die Umfrageergebnisse der AfD. Ich meine auch, dass die Zunahme von rassistischer Gewalt und die Verrohung der Sprache im Internet, sondern ich finde, dass der politische Diskurs sich so verschiebt, dass nach und nach die Forderungen und Problembeschreibungen der Rechtspopulisten übernommen werden. Das ist ein Problem. Was mir noch viel mehr Sorge macht, als, sag ich mal, diese Verrohung der Sprache im Internet ist, wenn ich erlebe, wie diejenigen, die eigentlich die Verteidiger der Demokratie sein sollten, erst lavieren und am Ende die Deutungsmuster der Rassisten übernehmen. Und ich finde, dass da zumindest die Bundes-SPD in schwieriges Fahrwasser gerät, wenn ihr Kurs straight Opportunismus heißt. Ich meine, jahrelang haben sie die schwarze Null mit durchgedrückt und verteidigt, haben inzwischen, als sie in der Regierung waren, mehrere Umverteilungsprojekte zu Grabe getragen. Jetzt merkt Sigmar Gabriel, dass es womöglich so nicht weitergeht, darüber freue ich mich. Aber wie bearbeitet er das? Einen Tag macht er einen Vorschlag für einen Solidaritätspakt, der nur Deutschen zugutekommt, am nächsten Tag einen Vorschlag, der nur Geflüchteten zugutekommt. Und beides wird mit einer Rhetorik verbunden, wo man das Gefühl hat, die Gruppen sollen noch gegeneinander ausgespielt werden. Also anstatt so einen Schlingerkurs und ein Gegeneinander ausspielen zu praktizieren, finde ich, heißt der richtige Weg eine soziale Offensive, ein Aufbruch, von dem alle profitieren. Wisst ihr, und wenn wir sagen, wir wollen mehr bezahlbaren Wohnraum, dann kommt das allen Leuten zugute, die ein niedriges oder mittleres Einkommen haben, ganz unabhängig davon, was sie für eine Geschichte haben. Wenn wir sagen, mehr Lehrerinnen einstellen, profitieren davon alle Kinder, ohne dass gefragt wird, welchen Pass haben deine Eltern. Wenn wir sagen, mehr öffentliche Beschäftigung, dann profitieren davon Erwerbslose gleichermaßen wie Geflüchtete. Und diese universellen, solche Forderungen jetzt in den Mittelpunkt zu stehen, das macht nur die Linke und deswegen, glaube ich, ist auch so wichtig, dass es uns gibt.
Ich will doch noch ein paar Worte zur AfD sagen, weil ja doch einige immer wieder, also nicht bei uns, aber es gibt ja Menschen, die meinen, das wäre jetzt eine richtige Form, Protest auszudrücken. Wir haben auch mit Blick auf die Landtagswahlen, die gerade stattfinden, nochmal die Wahlprogramme der AfD uns angeschaut. Was sie zur Flüchtlingspolitik sagen, ist uninteressant, das ist erwartbar, rassistisch. Spannend ist aber, was sie im sozialpolitischen Bereich schreiben. Was sie zur Steuer vorhaben, die wollen eine Einkommenssteuer nach Kirchhoff-Modell. Das ist der eine Flat-Tax will. Kirchhoff-Steuer bedeutet Steuergeschenke für Superreiche und Millionäre. Wenn man aber Millionären Steuergeschenke macht, fehlt das Geld irgendwo. Entweder müssen dann die mit mittleren Einkommen mehr bezahlen oder die öffentliche Hand hat wieder weniger Geld, zum Beispiel um in Bus und Bahn zu investieren. Das heißt also, was die AfD vorschlägt, ist, die Mitte stärker zur Kasse zu beten oder womöglich am Ende bei Bus und Bahn zu kürzen. Die AfD will festhalten an der privaten Rente. Wir wissen, dass gerade von der Riester-Rente nur Menschen mit höherem Einkommen profitieren. Und wie man überhaupt noch nach Zeiten der Finanzmarktkrise seinen Lebensabend darauf bauen kann, sich am globalen Finanzcasino zu beteiligen, das ist doch Harikiri, das hat mit sicherem Schutz vor Armut nichts, aber auch gar nichts zu tun. Und dann schreibt die AfD von, wir wollen Bürgerarbeit statt Hartz IV. Das klingt auf den ersten Moment gut. Wenn man sich aber das Konzept anschaut, wird sehr schnell klar, was die wollen, ist nicht ein öffentlicher Beschäftigungssektor, wie wir ihn fordern. Was die wollen, vielen Dank, was die wollen, ist einfach der 0-Euro-Job. Also wenn man, als wir uns schon über einen 1-Euro-Job beschwert haben, ich kann sagen, mit der AfD, unsozialer geht immer, die wollen den 0-Euro-Job mit Arbeitszwang. Kurzum, die AfD ist keine Adresse für sozialen Protest. Die Vorschläge der AfD laufen auf weniger Umverteilung von oben nach unten und auf mehr soziale Ungerechtigkeit hinaus. Wer sozialen Protest ausdrücken will, sollte definitiv nicht sein Kreuz bei der AfD machen. Und ich möchte abschließend noch auf ein Thema zu sprechen kommen, das TTIP. Es gibt jetzt diesen Leseraum. Ich war da auch drin. Das Beste, was man über diesen Raum sagen darf, und ich glaube, das ist noch kein Staatsgeheimnis, es gab Kaffee und Kekse. Als ich mich dort angemeldet habe, bekam ich Belehrungen zugeschickt. Und in diesen Belehrungen stand unter anderem drin, ich zitiere, mit der Gewährung des Zutritts wird ihm ein großes Vertrauen entgegengebracht. Was für ein Demokratieverständnis. Ich glaube, die haben noch gedacht, ich fühle mich geschmeichelt. Oh, man bringt mir Vertrauen entgegen, wie schön. Ich meine, ich erinnere mich an keine Wahl, wo diese Verhandlungsgruppe, die das aushandelt und die jetzt entscheidet, wer das sehen darf, legitimiert worden ist. Ich muss an diesem Wahlsonntag geschlafen haben. Ja? Ich weiß nicht, wann man die gewählt hat, wo die jetzt entscheiden dürfen, wer da Zutritt bekommen kann. Nun musste ich unterschreiben, nichts zu sagen, was ich gelesen habe. Wir sind uns noch unsicher, ob bei solchem Verstoß es 3 Jahre oder 2 Jahre Knast gibt oder ob man straffrei davon kommt. Aber ich habe nicht unterschrieben, nichts zu sagen, was ich nicht gelesen habe. Insofern muss ich jetzt über das reden, was ich nicht gelesen habe. Im Vorfeld hat Sigmar Gabriel, als er seine Partei für dieses TTIP gewinnen wollte, ja gesagt, also der Klein- und Mittelstand, der profitiert davon. Klein- und Mittelstand schafft viele Arbeits- und Ausbildungsplätze, deswegen ist er uns sehr wichtig. Insofern war ich auf diese 7 Seiten, oh Gott, jetzt vergesst er, dass es 7 Seiten waren. Also ich war auf diese paar Seiten gespannt zum Klein- und Mittelstand, habe die sehr gründlich gelesen und ich kann nur sagen, ich habe nichts darin gelesen, was die Behauptung, dass der Klein- und Mittelstand davon profitiert, auch nur irgendwie unterstützt. Ich hatte ja im Vorfeld die große Sorge, dass das TTIP vor allen Dingen einen Zweck hat, große transnationale Konzerne in eine bessere Wettbewerbssituation gegenüber kommunalen und öffentlichen Unternehmen zu bringen. Also habe ich sehr gründlich das Kapitel zu den öffentlichen Unternehmen gelesen. Nun darf ich nicht sagen, was drinsteht, aber ich kann nur sagen, ich habe nichts gelesen, was diese meine Sorge reduziert hat, ganz im Gegenteil. Und irgendwie ist diese Geheimniskrämerei ja auch entlarvend. Wer vorhat, etwas zu tun für bessere Beschäftigungsschutz, mehr Umweltschutz, mehr Verbraucherschutz,
womöglich sogar für mehr Demokratie, der muss das Licht der Öffentlichkeit nicht scheuen. Wer aber einen Angriff auf die Demokratie im Interesse von großen Konzernen wagt, der muss halt das Licht der Öffentlichkeit scheuen wie der Teufel das Weihwasser. Und deswegen tut es gut, dass wir als Linke immer wieder deutlich gesagt haben, Freihandelsabkommen und Abkommen wie TTIP und CETA gilt es zu stoppen. So, bevor es so ganz rauchig wird und ihr das Gefühl habt, ihr seid auf einem Rockkonzert, kürze ich mal etwas ab. Will nur noch mal mit Blick aufs TTIP sagen, es deutet sich wohl an, es wird ein gemischtes Verfahren geben. Wir werden also auch die Möglichkeit haben, uns darüber sozusagen zu verhandeln auf, im Bundestag und im Bundesrat. Und ich finde, hier bin ich zum einen sehr froh, dass wir als Linke ganz klar immer wieder uns gegen das TTIP ausgesprochen haben, dass wir die Proteste unterstützen, die gehen auch weiter. Und es tut auch Not, denke ich, in dieser Frage, die Grünen und die SPD ganz klar zu stellen und zu sagen, man muss kein Sozialist sein, um etwas gegen das TTIP zu haben. Es reicht schon, ein überzeugter Demokrat oder eine überzeugte Demokratin zu sein. Es reicht schon, einfach nur überzeugt zu sein von der parlamentarischen Demokratie, um zu wissen, dieses TTIP ist der falsche Kurs, das gilt es zu stoppen. Vielen Dank und alles Gute für euch und ein glückliches Händchen bei der kommenden Wahl.